Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Shadowrun Chronicles Boston Lockdown. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid und ja, das ist gleich nachfolgend zum letzten Part, wo wir gescheitert sind. Ja, wir werden Trefferchance mit all deinen Attacken oder wollen wir mit jeglichen Attacken um 7% erhöhten Schaden? Trefferchance. Ja, was bringt uns viel Schaden, wenn wir nicht treffen? Dann lieber mehr treffen. Ja, nehmen wir das untere, das ist natürlich sinnig, ja. Okay. Dann fahren wir jetzt mit dem Taxi. Und ich habe gedacht, wir nehmen uns einen Hacker mit. Wie wär's denn mit... Ah, hier ist schon einer. Aber wir gucken, ob unten vielleicht noch einer ist. Vom Level eine höherer, der mehr aushält. Rigging, Pistolen, Klingen, pure Gewalt, Beschwören, Miss Mies, Hexerei, Hacking, Chrome Tiger, Rang 3. Hacking, Rang 3. Nein, nehmen wir Chrome Tiger mit. Ja. Ich werde auf jeden Fall die Dialoge wegklicken, weil ihr habt es im letzten Part schon gesehen. Also gut, Fritsch. Und wenn ihr sie sehen wollt, solltet ihr auf jeden Fall den letzten Part schauen. Achtung, dies sagt es. Ja. Wir tauschen kurz. Dann geht er dahin. Ich hoffe, er schafft das. Gut gemacht. Na. So, stellen wir uns hier hin. Bleib mal da. Ja, geh mal dahin. Siebzehn Prozent Rüsttreffen habe ich im Gefühl. Jo, 5. Das Ding ist schon mal weg. Wir brauchen unbedingt eine neue Waffe. Die macht zu wenig Damage mittlerweile. 4 und 4. 24%. Komm, mein Junge. Verfehlt. 5. Ratte. Belücke ich hier. Lähmt das Ziel. Können wir da vielleicht ein bisschen reingehen? Hier zum Beispiel. Oh, 68%, das ist schon mal gut. Aber wieder verfehlt. Alter, hör doch mal auf. Ich hab dir noch gar nichts getan. 4. Nochmal 5 abgezogen. Okay, wir laden hier mal nach. Schießen dann daneben. Das ist doch zu heulen. Mach mal das hier in der Zeit. Und weg ist er. Okay, aber sonst noch was? Hier da oben. Da kommen wir aber nicht hin. Sondern wir gehen da einfach hin. Hier ist ein Exit. Wir haben, wird schon richtig sein. Stell dich mal hier hin. So, komm. Wir können nur bis hierhin gehen. Dann drehen wir mal die Map, damit ihr besser gucken könnt. Geh mal dahin. So ist sogar noch besser. Kannst du hier was mitnehmen? Cool. EMP-Granate. Ui. Stellen wir uns nur hier hin. Und hier ist noch was. Eine Remington Sportman. Oh, die kann man schon verkaufen. Remington ist Shotgun. So. Hier laden wir erstmal nach.
Und dich stellen wir einfach nur hier hin. So. Wow, Pat. Lass uns jetzt. Wir stellen uns dahin. Und hier hast du 1% mehr Trefferchance. Wahrscheinlich 4%. Vielleicht triffst du ja. Ich glaub's eher nicht. Naja, ist klar. Dann können wir was mitnehmen. Da und da. Können wir was machen. Schön, schön. Wir stellen uns hier hin. Wir machen noch eine Salve auf ihn hier. 65%. 2 und 2. Naja. Warum nicht? 89%, das soll ja wohl klappen. Jo, weg ist er. Dann stellen wir uns hier hin. Und dann schießen die Wand kaputt. Triffst du? Okay. Lad mal nach. Und Schuss. 4. Und, ey komm, mach ich mal weg. 98%, das sollst du aber schaffen. Jawoll. Dann können wir mal da hingehen, das mitnehmen. Ein Polymer Coating. Ich hab nicht, warum das alles auf Englisch ist. Eigentlich ist das Spiel auf Deutsch. Was haben wir hier noch Schönes? Okay, irgendein Text. Gut, sieht so aus, als wäre hier nichts weiter. Dann stellen wir uns mal hier hin. Das Schöne an den Hackern ist ja, sie müssen nicht immer an Sicht stehen. Ach, das geht schon raus. Dann drehen wir mal die Map. Stellen wir uns mal hier hin. Ja, noch nicht mit dem Hacker. Obwohl, nee, ich habe noch volle Deckung und stellen uns dahin. Und das war was. Aber wir bleiben einfach mal hier stehen und nehmen das einfach mal mit. Ein BTL-Chip. Betäubungs. Nee, ich dachte das so. Und das war BHT, BTH. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Stellen wir uns mal hier hin. Zur Absicherung. Jo. Was ist los? What the hell? Heilige Scheiße. Hast du gesehen? Was war das denn gerade für ein fliegendes Vieh? Das Neonet-Gitter dreht völlig durch. Sie haben Kampfprotokolle aktiviert. Es scheint, als denken sie, sie werden angegriffen. Das ist ein gottverdammter Drache. Das ist ein Drache über die Brücke geflogen. Ja, ja. Siehst du irgendwas? Ich bin raus aus den Kameras. Sie fahren gerade das Gitter runter. Ich schwöre, da war ein Drache. Und ich sehe Feuer drüben im Turm 3. Ich habe die Klappe zu einem Servicetunnel ungefähr 9 Meter von deiner Position geöffnet. Lauf! Ja! Und noch ein paar Animes. Animes, nicht Animes. Manic! Gibt's nicht. Ausverkauft. Schöne 5. Da steht die Doom-Wagen hier. Wie heißt das? Der Doom-Korb. Dings. Blumentopf, so. Not in my house. Er ist gelähmt und 6 Damage. Hat er gekickt. Jawoll. Ich hoffe, da kommt nicht noch mehr. Und ich hätte noch raus. Geh da rein, klettere die Leiter bis nach unten und nimm dann den linken Tunnel. Bis runter? Wir sind im 42. Stock. Dann schau nicht nach unten. Wenn du im Tunnel bist, halt nach einem Notausstieg Ausschau.
Der bringt dich zurück auf die Straße. Rack. So sehen also einfache Runs aus. Ja. Zwei Karten habe, Lolo. Das war doch ziemlich easy peasy. Jo, dann wollen wir mal mit Smedley reden. Die alte Ratte, die. Das war ja echt ein sehr einfacher Run, auf den du mich da geschickt hast. Es tut mir leid, aber ich konnte wirklich nichts dafür, dass da plötzlich ein Drache auftauchte. Kein Ereignis, mit dem man rechnen kann. Hatte das irgendwas mit meinem Job zu tun? Wohl kaum. Es sei denn, Neonet hat jetzt Drachen als Sicherheitsdienst für ihr unteres Management. Schon geil. Und? Ist die Sicherheit abgeschlossen? Ja, ein Drache. Ja, wenn das passiert, ja, der baut das ganze Haus in die Luft. Kein Problem. Weißt du, was passiert ist? Offensichtlich ist der Drache aus irgendeiner Untergrundanlage ausgebrochen und hat sofort die Neonet-Türme angegriffen. Und dann? Sie haben ihn abgewehrt und er ist irgendwo in der Stadt abgestürzt. Welcher Drache war das? Damon? Niemand weiß, wie Damon aussieht. Aber er hätte es gewesen sein können. Leider gibt es noch keine genaue Identifizierung. Wer immer es war, er hatte einen ordentlichen Auftritt. Ja, aber sowas von. Vielleicht zielte die Attacke auf den Drachen Saladier. Er ist der Hauptaktionär und in alles verwickelt, was mit Neonet zu tun hat. Na, ich bin jedenfalls froh, dass ich da rausgekommen bin. Ja, ich auch. Benutzte Mikrotronika Aztega 200, Karma 5 und 2109. Können wir jetzt mal nachschauen, mit Lady Luck quatschen. Hm. Oh ja, hast du etwas über den Drachen der Stadt mitbekommen? Als wäre der Gangkrieg nicht schon Ärger genug. Jetzt sind auch noch Cops überall in der Stadt. Bekommst du deine Waren noch sicher angeliefert? Waffen? Klar, es ist kein Problem, an Waffen zu kommen, aber die Preise werden hochgehen. Nein! Drachen lassen die Waffen teurer werden. Die Entschuldigung ist vermutlich so gut wie jede andere. Angebot und Nachfrage, mein Freund. Wir haben 9100, aber wir können auch was verkaufen. Unter Waffen nehmen wir mal das Vergleich. Ja, das Rostige. Ah, Moment. Müssen wir aber ganz kurz rausgehen. Und die Sachen, die wir jetzt schon haben, austauschen. Eine Sportflinte, eine Pistole. Hacken tun wir nicht, können wir nicht. Oder? Nee, können wir nicht. Ja, können wir das hier benutzen. Ja, wir könnten das skillen, aber das wäre einfach, dann hätten wir einen Decker nehmen sollen und dann wäre das Ganze noch viel einfacher geworden. Nehmen wir mal mit. Und ein Medkit. Stellt bis zu 10 Lebenspunkte wieder her. So, dann Hackemesser. Klingen. Ja. 5-5. 6-7. Das Nagelbrett und die Klingen. Das Hackmesser können wir jetzt verkaufen. Alles super. Automatische Waffen haben wir sonst keine. Okay. Also, wir können Hacking verkaufen. Ich rede nicht von Dieter Hacking. So. Verkaufen. Better than life chip. Hau in die ins Hirn und bläst dich davon. Die meisten Leute enden als ausgetrocknete Hülle. Jede in ihrer Sucht das Essen und Trinken vergessen oder? Nee. Ein Cred-Stick haben wir noch. Wo haben wir den denn? Ja. Egal. Taktische Gegenstände? Nein. Also wir brauchen sowas nicht. Weil wir kein Hexer sind.
das rostige Hackemesser nicht. Das alte Nagelbrett schon gar nicht. Ist das ein F45? Beschwören tun wir nicht. Ja, und hacken tun wir ja auch nicht. Schrotflinten brauchen wir auch nicht. Nur ein bisschen Platz schaffen, Panzerung. Mal ganz kurz rausgehen. Und zwar auf den Keramikpanzer, den haben wir ja aktuell angelegt und nehmen dann den Polymer Coating. Dadurch haben wir mehr Rüstung, Bewegung und auch Sprintbonus. Sauber. Das quatschen wir Lady Luck wieder an. Na. Panzer auch. Können wir gebrauchte Keramik-Dings abschmeißen. Weggeben. So, dann kaufen wir nochmal was. Und zwar. Mehr Schaden. Aber weniger Crit-Chance. Oder wir sparen auf die Predator, das ist auch noch eine automatische. Das heißt, da fehlen noch 3000. Oder was zu verkaufen, um da hinzukommen. Hackemesser haben wir angelegt. Ja, die Schrotflinte brauchen wir nicht, weg damit. Pistolen benutzen wir auch nicht. 8, oh, obwohl die ist 8,9. Und 75% Präzision von. Müssen wir mal vergleichen. Geht um 7,8. Reichweite 10. Reichweite 6. Naja, gut. Brauchen wir das noch? Weg damit. Hacken können wir nicht, das können wir auch verkaufen. Und die können wir auch noch weggeben dann. Können wir überhaupt die Pistole anlegen? Würde mich jetzt mal so rein davon interessieren. Mal vergleichen. Ja, eine höhere Präzision mit der Smart Gun. Oder? Ja. Crit Chance. Crit Modifikator 130, ich glaube gleich. Und eine höhere Reichweite und mehr Munition. Ach, Quatsch. Doch, da wollen wir noch mal kurz rein. Na, zeig mal her. Waffen. Und zwar kaufen. Da würde noch nicht ganz reichen. Aber hier hätten wir eine höhere Reichweite, das ist schon mal gar nicht mehr so doof. Das uns fehlen noch 700, also 620. Wir nehmen die für 16.800 mit. Ja, das war einen Schaden jeweils weniger, weil das 8,9 macht, aber das haben wir 7,8. So, dann legen wir das so an. Ist ja klar.